Moinsen zum vermutlich ein bisschen kürzeren Preview-Podcast vom Spiel gegen St. Pauli. Wir haben jetzt gewonnen gegen Heidenheim mit 3:0. St. Pauli gleichzeitig verloren bei Greuther Fürth mit 3:0. Bei denen ist aber ein bisschen komisch bei St. Pauli. Trainer Jost Luhukay kennt uns ja quasi, oder wir kennen ihn. Also die ersten, boah, keine Ahnung, drei, vier Spiele waren es, glaube ich. In der Zweitligasaison 16, 17 trainiert bei uns und dann war es ja schon wieder vorbei. Pauli ist echt komisch. Jetzt so gestartet in die Rückrunde oder in die Zeit oder nach der Winterpause mit einem 3-0-Niederlage bei Fürth. Davor aufgehört mit einem 3-0-Heimsieg gegen Bielefeld. Also es ist ganz, ganz komisch, kann man überhaupt nicht einschätzen, was da passieren wird. Davor ein Sieg gegen Wiesbaden. In Regensburg verloren, zu Hause gegen Hannover verloren, es ist wirklich ein komplettes Auf und Ab gegen Aue verloren. Aber jetzt erstmal kommst du mit einem schlechten Gefühl. Die haben 3:0 verloren, wir haben 3:0 gewonnen. Es liest sich erstmal relativ klar, was passieren sollte oder hoffentlich auch passiert, nämlich ein Auswärtssieg. Genauso wie die Tabelle. Wir sind Dritter aus St. Pauli auf 12, im Unterschied von 13 Punkten. Und ja, Pauli ist aber auch trotzdem, man hat es ja gesehen, Bielefeld hat verloren bei St. Pauli und ich meine, dass auch Dingens noch verloren hat. Ich glaube, der HSV hat auch bei Pauli verloren im Derby, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsste jetzt gerade spontan nochmal ein bisschen durchklicken, aber ich glaube, die haben tatsächlich verloren beim Derby. Haben wir bestimmt gleich. Dafür ist der Spaß hier ungeschnitten. Aber ich meine, der HSV hat verloren im Derby. Ja, genau, die haben verloren 2:0. War aber schon im sechsten Spiel der Ewigkeiten her. Aber genau deswegen ist Pauli so, ja, die bekommst du einfach nicht eingeschätzt. Du weißt nicht, wie die spielen. Die haben eine komplett komische Saison gespielt bisher. Schlagen die großen Teams wie jetzt Bielefeld und Hamburg zu Hause, finden dann aber bei Fürth mit 3:0 ganz, ganz komisch. Pauli liest sich immer ekelhaft auswärts zu spielen. Aus irgendwelchen Gründen ist es einfach so. Aber wir haben tatsächlich, wenn man schaut, egal ob zu Hause oder auswärts, die letzten Spiele immer gegen Pauli gewonnen. Wenn man jetzt die nähere Zeit nimmt, haben wir 2:1, also ne, ist nicht die nähere Zeit. Wir haben 2:1 gewonnen bei Pauli 2:11. Wir haben 1:0 gewonnen in der Rückrunde der 16-17er Saison gegen Pauli oder bei Pauli. Zu Hause sowieso auch immer gewonnen. Also ich weiß gar nicht, wo dieses Gefühl herkommt, aber Pauli ist einfach nochmal so ein Club, wo man sich irgendwie denkt, ja, da wird es ekelhaft zu spielen, weil die haben auch geiles Stadion, geile Fans. Also es wird alles andere als ein leichtes Spiel. Ich kenne mich jetzt bei der Personalsituation von Pauli nicht genau aus. Kann mal kurz in den Kader gucken, ob wir da auf alte Gesichter treffen bei Pauli. Bei uns auf jeden Fall ist es so, dass Philipps vermutlich nicht mitspielen wird oder vermutlich nicht spielen wird, da der ja, noch irgendwie einen Schlag abbekommen hat, scheinbar. Hab ich gar nicht so mitbekommen im Stadion. Einen Schlag abbekommen hat, der anscheinend ziemlich hart war. Genau, aber sonst Silas kommt da vermutlich zurück dann. Und noch ein weiterer war auch noch krank. Ich weiß auch gerade nicht mehr, aber das war auf jeden Fall Silas, vielleicht der interessantere Part auch sowieso, der krank war, angeschlagen war. Würde er vermutlich, keine Ahnung, vielleicht ist er wieder gesund geworden, wer weiß. Aber sind ja allgemein Kader her gut aufgestellt und noch besser aufgestellt als St. Pauli. Wenn ich so gucke, sehe ich hier nur tatsächlich Boris Taschi raus. Ich muss gar nicht, dass der bei Pauli kickt. Der war immer bei uns. Ich glaube, bei uns kann man lange nach Leuten suchen, die mal bei St. Pauli waren. Wie gesagt, Luhukay, Trainer, war mal kurz bei uns. In der Aufstiegssaison. Endspiel kann man darüber ja auch reden. Ja, da war Pauli auch nicht schlecht. Die hätten sich das Unentschieden locker verdient gehabt. Stand ja auch 1:0 für Pauli und dann 1:1 für uns. Für uns, ja. 1:1. Hätten sie den Punkt auch locker verdient gehabt, dass sie den mitnehmen.
Das war dann diese Sensationsflanke von Sosa, letzte Minute, González haut rein. Schön, so ein Last-Minute-Sieg ist immer geil. Aber St. Pauli ist, glaube ich, echt ja, einfach aufgrund dieser komischen Saison bisher und weil es ja, einfach, du fährst auswärts zu einem Club, wo richtig Wucht hinter ist, wird es, glaube ich, ein relativ ekelhaftes Spiel. Dann lasst mal eure Predictions hier im Video drunter oder unter dem Trailer und so weiter, weil ich jetzt tatsächlich nicht mehr wirklich viel mehr dazu zu sagen habe zu dem Spiel, habe auch ein bisschen was schon in der Review von Heidenheim gesagt, ich habe einfach zu wenig Input vor diesem Spiel gegen St. Pauli. Wenn mir noch irgendwas einfällt, packe ich den weiteren Input in die Kommentare oder so. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.